Jesus ist kommen, der König der Ehren. Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren. Öffnet ihm Tore und Türen fein bald. Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Es verbindet die Freikirchen und Pfingstler, die Orthodoxie, die römisch-katholische Kirche und die Kirchen der Reformation, dass sie Christus als Haupt der Kirche bekennen. Und alle christlichen Kirchen streben danach, auch durch ihre Ordnungen und Strukturen der Welt ein Zeugnis zu geben von der Königsherrschaft Jesu Christi im Himmel und auf der Erde. Orientierung auch für die äußere Gestalt der Kirche findet sich in der Heiligen Schrift. Nur wird von verschiedenen Konfessionen diese Orientierung an unterschiedlichen Textstellen gesucht oder gleiche Texte werden unterschiedlich gedeutet. Weil heute die meisten Christenmenschen ihre konfessionelle Bindung nicht mehr für heilsentscheidend halten, leiden viele Menschen, gerade auch in unserem Land, unter der Trennung der Kirchen. Sie fragen und suchen nach neuer Einheit in Vielfalt, um des Ruhmes und der Herrschaft Christi willen und um einer konfessionsverbindenden Gemeinschaft in Familien und Gemeinden willen. Diese Einschätzung gilt für das Miteinander aller christlichen Kirchen. Im Folgenden will ich mich aber auf das ökumenische Miteinander mit der römisch-katholischen Kirche konzentrieren. Die Vorstellungen von der anzustrebenden Einheit in Vielfalt sind zwischen den beiden großen christlichen Kirchen umstritten. Das war auch ein Grund für die evangelische Kirche, bei der Begegnung mit Papst Benedikt XVI. In Erfurt das Leitbild einer Ökumene der Gaben ins Spiel zu bringen. Die evangelische Seite vertritt bei aller internen Differenzierung ein Verständnis, nach dem die Einheit in Jesus Christus als Grund der einen heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche immer schon gegeben ist. Die in Jesus Christus vorgegebene Einheit lässt die konkreten Gestaltungen in evangeliumsgemäßer Vielfalt von Kirchen zu. Und die Schrift mit ihren differenten Vorstellungen kirchlicher Struktur fordert auf, Grund und Gestalt von Kirche nicht zu vermischen. Dagegen vertreten die römisch-katholischen Geschwister die Überzeugung, dass die Vielfalt nur dann evangeliumsgemäß sei, wenn die Einheit auch sichtbar in einer einheitlichen Gestalt und in Zuordnung zum päpstlichen Amt zum Ausdruck kommt. Man wird nüchtern eingestehen müssen, dass wir gegenwärtig diese unterschiedlichen Einschätzungen des Zieles der Ökumene nicht überwinden können. Das ist enttäuschend, gerade wenn gleichzeitig gilt, uns eint mehr als uns trennt. Ökumene jetzt, ein Gott, ein Glaube, eine Kirche. Diese Wortmeldung eines Kreises prominenter Menschen aus den beiden großen Kirchen ist Ausdruck und Folge dieser Enttäuschung. Und sie reagiert auf die Erfahrung unterschiedlicher ökumenischer Geschwindigkeiten. Denn in den Gemeinden und den kleinen Kreisen erleben wir anderes als bei offiziellen Begegnungen. Und sie artikuliert eine Sehnsucht nach mehr. Die Erinnerung an die Erneuerungen durch das Zweite Vatikanum vor 50 Jahren und die bevorstehende 500. Wiederkehr des Thesenanschlags durch Martin Luther in Wittenberg als die weltverändernden Ereignisse sind ihnen Anlass für ihre Initiative. Die Unterzeichnenden sind der Ansicht, dass die Unterschiede die Aufrechterhaltung der Trennung der Kirchen nicht mehr rechtfertigen. Die vorhandene geistliche Einheit bedürfe jetzt einer sichtbaren Gestalt. Den Autorinnen und Autoren dieses Appells danke ich für ihr Engagement und die darin zum Ausdruck gebrachte Identifikation mit ihren Kirchen. Die Begrenztheit der Initiative besteht nach meiner Überzeugung jedoch darin, dass sie die konkreten Probleme unseres ökumenischen Prozesses ausklammert. Denn ohne eine theologische Verständigung darüber, wie die in der Initiative geforderte Einheit von Glaube und Kirche gestaltet werden kann, werden viele der Forderungen im Sande verlaufen. Deswegen brauchen wir theologische Verständigung und Gottes guten Geist. Und wir sind jetzt bei den beinharten Fragen des Amtes. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das unterschiedliche Verständnis von Einheit in der Vielfalt der Kirchen führt auch zu unterschiedlichen Bewertungen der Reformation und des Reformationsjubiläums 2017.
Für die römisch-katholischen Geschwister ist die in Reformation und Gegenreformation verloren gegangene Einheit der westlichen Kirche kein Grund zum Feiern, sondern ein auch mit Kummer zu bedenkendes Datum, sodass sie lediglich von einem Reformationsgedenken sprechen wollen. Die Kirchen der Reformation sehen im Thesenanschlag Luthers einen zentralen Schritt, um aus einer theologisch unhaltbaren Situation der westlichen Christenheit im Spätmittelalter herauszufinden. Dieser Schritt war keineswegs mit der Absicht der Neugründung einer Kirche verbunden, sondern es ging zuerst und vor allem um wesentliche theologische Einsichten und geistliche Erneuerungen der einen katholischen Kirche. Die 500. Wiederkehr des Thesenanschlages konzentrieren wir deshalb auf die theologischen Fragen einer heutigen Umkehr zu Christus. Und das können wir feiern, und zwar wir beide, lieber Bruder Glück. Und das können wir auch mit den Bischöfen feiern, und ich werde nicht müde, genau darum zu werben, dass sie diesen Weg auch mitgeben können. Und mit Freude nehme ich Zeichen einer Bereitschaft beider Kirchen wahr, die unterschiedlichen Zugänge zu diesem Datum im Geiste einer Ökumene der Gaben nicht zu Gegensätzen werden zu lassen. Dafür stehen neben den vielen ökumenischen Aktivitäten an der Basis der Gemeinden die jüngsten offiziellen Verabredungen zwischen der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz und dem Rat der EKD. Gemeinsam werden die beiden großen Kirchen im Jahre 2013 eine Schrift herausgeben, in der besonders das herausgestellt wird, was wir theologisch gemeinsam sagen und bekennen können. Unter dem Arbeitstitel »Was jeder vom Christentum wissen sollte« wird also eine Art kleiner ökumenischer Katechismus entstehen. Verabredet ist weiterhin für das Jahr 2015 eine gemeinsame Konzentration auf die Heilige Schrift in Gestalt eines Bibelkongresses. In diesen Tagen ist eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die sich der Frage zuwendet, ob es auf dem Weg zum Reformationsjubiläum einen gemeinsamen Buß- und Versöhnungsgottesdienst geben könne, der all die Verletzungen vor Gott bekennt, die sich die beiden großen Kirchen im Laufe der 500 Jahre angetan haben. Unter dem Stichwort Healing of Memories geht es um den Versuch, ein aufrichtiges und selbstkritisches Erinnern anzuregen, die gegenseitigen Verletzungen wahrhaftig zu benennen und sie mit der Bitte um Vergebung vor Gott zu stellen. Orientierung dafür können wir an dem 2010 vom Lutherischen Weltbund und dem Mennonitischen Weltverband gefeierten Versöhnungsgottesdienst gewinnen. Das ist möglich.